führen. Der dritte Antrag schließlich, meine Damen und Herren, ist schlicht und ergreifend eine Frechheit. Jährlich grüßt das Murmeltier. Es geht mal wieder um die Terminplanung des Deutschen Bundestages. 2022 wieder die Faulheit in Person, die Altparteien, die hier sitzen. Nur 21 von 52 Wochen, das sind 40%, sind als Sitzungswochen vorgesehen. Vorgesehen sind lediglich 3 Sitzungswochen bis Ende Februar, in 2 Monaten 3 Sitzungswochen. Wir haben opulente Karnevalspausen wieder vorgesehen, als Reminiszenz an die untergegangene Bonner Republik oder die gewechselte Bonner Republik. 2 Monate Sommerpause wollen Sie machen, 1 Monat Winterpause. Wir von der AfD beißen auf Granit, auch nur eine einzige Sitzungswoche mehr durchzusetzen, meine Damen und Herren. Wir sagen, arbeiten für Deutschland, nicht faulenzen für Deutschland. Deshalb folgen Sie uns, seien Sie mit uns einer Meinung. Wir brauchen mehr Sitzungswochen in Berlin. Und eine einzige sollte doch wohl drin sein. Wobei die Leute, die Menschen draußen ja wissen müssen, eine Sitzungswoche hört sich jetzt an von Montag bis Sonntag. Nee, eine Sitzungswoche ist zurzeit ein Tag hier im Plenum. Also die Sitzungswochen kann man auch noch ausdehnen. Und dann beschweren Sie sich am Ende wieder nicht, wenn die Sitzungen unseres Bundestages bis in die Nachtstunden gehen, wenn Sie sich lieber in die Karnevalsferien oder die Sommerferien zurückziehen. Wir sagen, arbeiten für Deutschland. Deutschland steht vor extremen Herausforderungen. Wir haben explodierende Sprit- und Energiepreise. Wir haben eine galoppierende Inflation. Wir haben einen weiteren Massenansturm, Masseneinwanderung an der Ostgrenze. Wir haben kollabierende Sozialsysteme. Wir haben gefährdete Energieversorgung. Das alles beschäftigt die Leute draußen. Und Sie beschäftigen sich mit Karnevalspausen, Skiferien und Sommerpausen. Das ist ein Affront dem Wähler gegenüber, meine Damen und Herren. Deshalb nicht Pause machen für Deutschland, arbeiten für Deutschland, Sitzungswochen für Deutschland. Dafür stehen wir von der Alternative für Deutschland. Wir sind ein Arbeitsparlament und kein Teilzeitparlament. Also verhalten Sie sich auch so und stimmen Sie unseren Anregungen zu, mehr Sitzungswochen durchzuführen. Vielen Dank. Stefan Brandner für die AfD-Fraktion.